Hallo und willkommen zurück bei Let's Play FIFA Pro. Und ja, was haben wir das letzte Mal gemacht? Ein Unentschieden, glaube ich, war das doch. Gegen Fürth, oder? Ich habe es länger nicht gespielt. Ja, Unentschieden gegen Fürth, ein 1:1. Gegen Schottland und Bolivien durfte ich nicht mitspielen. Darum spielen wir jetzt gegen Aue. Naja, ich wurde ja noch nie aufgerufen für die Nationalmannschaft. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei FIFA 14 so ist, dass man erst Nationalspieler wird, wenn man alt genug ist. Also nicht mehr in der U20-Nationalmannschaft und so weiter spielen kann. Das weiß ich gar nicht. Bam, Junge, hier. Da gebe ich. Ja, genau. Da gebe ich nicht. Das wollte ich gar nicht. Verdammt. Damit. Junge, bin ich blöd? Warum trifft der denn nicht? Ich will das alles gar nicht machen, was hier gerade passiert. So, jetzt bleiben wir kurz stehen. Ach komm, ist genug. Starten wir hier. Bundesliga gegen Erzgebirge Aue. Ja, hier im Rhein-Energie-Stadion, also in Köln spielen wir. Jetzt kommen wir zur Mannschaftsaufstellung. Ne, jetzt kommt erstmal die Tabelle. Wir sind momentan erster. Punkte gleich mit Lautern. 3 Punkte vor Düsseldorf. Hier die Aufstellung. Mit 5 Toren insgesamt stehen wir da unten rechts. Das ist sehr schön. Vor einem Tor. Lehmann wieder aufgestellt. Und ich glaube, Schihi auch. Genau. Und Brücker. So. Dann starten wir mal rein mit Uca im Sturm. Blödes Regenwetter. Matuschik. Schihi. Uca. Ja, der Pass, der war ja richtig mies. Ich wollte zwar zu mir gespielt haben, aber dann nicht so, ne? Matuschik holt sich da den Ball. Jetzt Brücker ist das ja. Da ist ja gar nicht mehr Peschko. Oh. Wieso bleibt mein Spieler stehen? Das weiß ich nicht. Der Aue-Spieler klärt oder versucht zumindest. Ja, schade. Ich dachte, kommt dann direkt dahin. War nicht so. Königke jetzt am Ball. Abseitsstellung, ja, abseits gepfiffen. Gucken wir uns das hier nochmal an. Ja, das ist abseits. McKenna mit dem Freistoß Richtung Uca. Ja, gewinnt er das Kopfballduell aber auch nicht so, dass man da den Ball irgendwie bekommen kann. Und der hält ziemlich lange noch den Ball, obwohl ich da ziemlich gefährlich dran war. Ich hätte fast noch den Ball bekommen. Aber leider habe ich ihn dann nicht bekommen. So, Pezzoni, der Ex-Kölner. Der sozusagen weggelaufen ist von Köln, weil man ihn ja bedroht hatte und alles und schon mal zusammenschlug. War nicht schön. War nicht schön. Gehört dann ja auch nicht zum Fußball, wenn man hier die eigenen Spieler schlägt und sonst was und bedroht. So, jetzt haben wir Einwurf. Hector. McKenna. Matuschik spielt da auf uns. Ich wollte schießen. Hab zu lange gebraucht. Verlieren wir den Ball. Jetzt vielleicht der Konter von Aue. Nee, Aue kommt nicht hinten raus. Schihi gewinnt das Kopfballduell, aber blind in die Mitte, da ist niemand. Schihi wieder am Ball. Und der Passversuch auf mich. Ja, ging zwar in die richtige Richtung, aber ich kam halt nicht dran. Vielleicht auch wegen dem Aue-Spieler, der gut aufgepasst hatte. Da bin ich mir aber jetzt. Das weiß ich nicht so wirklich, woran das lag. Vielleicht war er auch doch zu lang. Da ist Bruno Nascimento. Oh, das ist ziemlich riskant, wie er da den Ball einfach stoppt. Hector. Schick, Matuschik. Verliert aber den Ball. Somit ungefährlich. Ramon. Gegen Lehmann. Holt sich immer nicht den Ball, dann sind wir dann nochmal ein Stören. Und jetzt Hector holt sich da schön den Ball. Und erstmal durch die Verteidigung. McKenna. Uca. Schihi. Ja, hätte er rausspielen können, wenn man mich fragt. Aber man fragt mich ja nicht. Dann Hector, schöner Pass auf uns. Und ich vertändel den Ball leichtfertig. Scheint nicht so ein gutes Spiel von mir zu werden. Oh, und die Flanke kommt an. Die Flanke kam an.
Obwohl ich da eigentlich nur nicht Einwurf für den Gegner haben wollte. Aber danach wurde der Ball ja eh direkt verzettelt. Obtendelt, dieses Wort gefällt mir übrigens. Und das wird als Foul gepfiffen? Nee, Abseits oder Foul, ich weiß es gar nicht. Kann alles sein. Sieht man ja nicht in der Wiederholung. Aber scheinbar dann Foul. Ja, vielleicht noch eine Abseitsstellung, man weiß es nicht. Vielleicht auch ein Foul, das man nicht groß besprechen muss, weil es dafür eh nichts gab. Etc. So, jetzt Schlitte. Oh, verliert auch direkt den Ball. Also Aue kam es her jetzt zu noch keiner Chance. Das sollte aber auch so sein für einen Aufstiegsfavoriten, dass man hier dann Aue. Na, oh, meine Güte, was mache ich denn da? Wir sollen offensiver spielen, dann holen wir. Boah, ich krieg da wirklich den Ball und schieße und. Der Torwart passt gut auf. Und wir kriegen eine Ecke. Sehen wir nochmal den Schuss? Ja, da sehen wir ihn. Boah, der Reflex. Ja, ja. Nochmal. Jetzt die Ecke. Ich weiß nicht, von wem sie getreten worden ist, aber nicht in meine Richtung. Die ging zu Bruno Nascimento. Mensch, gedrückt. Komm, schieß doch mal, würde ich ihm sagen. Ja, den Schuss, den, den wollten wir uns gar nicht angucken, würde ich sagen, oder? Der war ja grotzig. Guck mal, spielt auch extra mal weg. So will er gar nicht sehen, wenn er nur sowas machen muss. Das war jetzt mein Fehler, weil ich dabei noch R2 gedrückt gehalten habe. Da holen wir schön den Ball. Oh, das war sehr schön von Shihi. Dann flanken wir mal. Ist. Uja! Noch eine Ecke. Das sah dann schon besser aus. Sehen wir hier nochmal die Flanke und Uja mit dem Kopf und der Torwart wieder. Passt gut auf. Und der Ecke war. Boah, der ging ja gar doch nicht zu mir. Ich dachte, geht Richtung hier. Oh ne. Und da fordere ich den Ball, ich weiß nicht warum. So, jetzt Kirstein am Ball. Im Abstoß. Ja, da kommen wir jetzt am Ball. Boah, da dachte ich, falle ich jetzt. Ja, dass das nicht gepfiffen wird. Der hat doch gezogen die ganze Zeit hier. Und dann holen wir schön den Ball wieder. Müssen wir ja dann auch. Ja, das war wieder richtig schlecht von mir. Also, das, wenn ich danach nicht spielen darf, dann kann ich es verstehen. Das Spiel ist nämlich ziemlich schlecht von mir. Jeder hat mal einen schlechten Tag, oder wie man sagt, ne? Halbzeit 0-0. Hier müsste man eigentlich schon führen zu Hause gegen Aue. Ich glaube, der Gegner hatte keine einzige Chance. Und Düsseldorf führt momentan gegen Lautern. Das heißt, es haben gerade alle hinter uns 23 Punkte, der dritte und der zweite. Wir jetzt aber 24. Ich wollte etwas gucken, genau. Ja, keine Chance hat der Gegner. Wir selber hatten zwei Schüsse aufs Tor. Das war einmal der Kopfball von Uja und unser Schuss. Drei Schüsse insgesamt. Und das war sehr schlecht vom Aue-Spieler. Aber Glück für Aue, dass sie da am Ball bleiben. Schröder. Hatte ich den Ball ziemlich einfach. Ja, da kommt der Ball ein bisschen spät, aber Handspiel hier gepfiffen. Kannst du mal Geld für geben hier. Oh, der Freistoß. War nicht so schlecht geschossen, würde ich sagen. War gar nicht so schlecht geschossen. Aber auch nicht gut genug. Ging ja gar nicht aufs Tor. Der Schiedsrichter, unser Trainer sagt, wir sollen ausgeglichen spielen, also nicht mehr offensiv wie eben. Oh, das ging fast schief hier von Hector, der Klärungsversuch. Aber Horn hat dann den Ball und spielt wieder auf Hector. Matuschik wollte ich sagen, ist aber nicht. Jetzt ist Matuschik am Ball. Und jetzt Lehmann. Schihi. Und wir. Ja, das wird so eng immer, wenn ich den Ball habe. Kann das sein? Die gehen ja mit 20 Mann auf mich. Kein Foul? Nee, Hector hat den Ball. Oder auch nicht. Warum sage ich eigentlich Hector? Ich meinte Horn. Und dann die erste Auswechslung. Uja raus und Helmes rein. Vielleicht ja Helmes jetzt der Spieler, der dann noch was reißen könnte.
Gewinnt er das Kopfballduell? Nee. Nee, nee. Aber holt sich dann den Ball wieder. Jetzt Brücker. Matuschek. Dann verliert er den Ball. Mit, oh, der Graf aus dem Pass zu spielen. Sind wir schneller? Ja, wir setzen uns durch. Wir setzen uns durch. Wir setzen uns durch. Und wir machen das 1:0. Tor. Da gehen wir dann zu unseren Fans hier und bedanken uns, dass wir das Tor machen. An der Nordtribüne sind wir jetzt. Hier. Da sehen wir auch die Auswärtsfans. Und hier. Schön durchgesetzt. Der lässt, ich weiß nicht, ob der Aue-Spieler sich da fallen lässt oder wirklich fällt. Ja, dann lässt er sich doch eher fallen und dann muss man das Tor machen. Schön durchgesetzt. 1:0 jetzt für den 1. FC Köln. 58. Minute. Das Tor von Michael Faunschläger. Okay. Novikovas. Novikovas. Jetzt kommt vielleicht die erste Chance. Ja. Ja, aber jetzt nicht mehr im 16er. Vielleicht ja doch noch irgendwie. Jetzt drücken wir noch drauf hier. Und dann klärt da auch unser guter McKenna. Helmes. Lehmann. Raus auf Brücker. Kommt der an? Nee, aber Ecke. Ecke gibt's. Ja, hier. Oh! Na! Da wären wir fast nochmal in den Kopfball gekommen. Also der erste Kopfball gut gehalten von Kürstein wieder. Und dann der zweite Kopfball, die zweite Kopfballchance wäre wieder fast was geworden. Oh, Helmes kommt dann auch nicht mehr in den Ball. Unsere Flanke kommt nicht an. Gibt das Ecke oder Abstoß? Ecke! Und eine Auswechslung. 14 rein und 7 raus. Also wahrscheinlich auf der Seite von Aue. Ja, Ramon raus dann wahrscheinlich. Weil bei uns steht ja die 14 noch auf dem Platz mit Hector. Und Janic kommt rein für Ramon. Boah, da werde ich voll umgehauen. Jetzt sollen wir defensiver spielen, sagt der Trainer. Ist eigentlich ziemlich schnell, man entscheidet, man führt hier 1:0 und dann soll man hinten nur drin spielen oder was. Naja. So, wir haben momentan eine 8,0 Bewertung. Ich glaube, der Trainer stellt gerade um, dass ich jetzt hier draußen bin. Wir sollen eine Anspielstation vielleicht sein, ich weiß es nicht. Und jetzt kommt der Pass von Brechko. Und warum nimmt er den Ball so schlecht dann an? Das weiß ich nicht. Da holen wir uns einfach direkt wieder den Ball. Bleiben kurz mal stehen. Oh, ja, da kommen wir sogar irgendwie durch. Und dann erstmal lieber raus. Sonst verlieren wir noch den Ball. Ja, warum? Warum läuft meine Spieler dann nicht richtig hin? Ich glaube, ich wurde gehalten. Mache ich aber nicht jetzt dran fest. Kann auch was anderes sein. So, ja, aber wenigstens ist meine Bewertung jetzt hochgegangen im Gegensatz zu dem 5,6. Was ich da eben die ganze Zeit hatte. Chihi. Behauptet er den Ball oder war das Bruno? Ich weiß es nicht. Schlechter Pass von mir. Hätte ich gesehen, dass Helmes da startet. Wäre so ein Pass gekommen. Aber. Das war jetzt nicht so gut. Oh, da hat mein Handy vibriert. Und das gibt wieder einen Freistoß für uns oder für Aue? Ich weiß es nicht. Und dann noch eine Auswechslung. Schröder raus. Und Konecker auch raus und Müller und Okoronko kommen rein. Oh, schade. Hätte ja klappen können, was? Ein Pass wäre vielleicht besser gewesen an der Stelle. Aber naja. Da wollte ich gar nicht hin. Was soll der Scheiß? Komm, Brücker, spiel! Kommt Jahre zu spät, ey. Und was das dann immer als Abseits gepfiffen wird? Ja, okay, das kann man ja noch verstehen. Und dann werden wir ausgewechselt. Kurz vor Schluss kommt Perea rein. Und wir gucken uns natürlich das restliche Spiel auch an. Das sind ja nur noch diese 2 Minuten.
Schlitte da mit dem Freistoß weit nach vorne. Und jetzt müssen wir gucken, was denn unsere Verteidigung macht. Ob sie jetzt noch steht beim letzten Angriff. Lehmann holt sich da den Ball. Pulka. Matuschek. Pulka. Matuschek. Und jetzt Helmes. Helmes, vielleicht geht von Helmes mal wieder eine Aktion aus. Nee, auch wieder nach hinten. Matuschek. 19. Minute jetzt mittlerweile. Ich glaube, Nachspielzeit wurde gar keine angezeigt. Und dann. Nee. Sieht Lehmann nicht. Lehmann? Nee. Aber dann irgendwie kommt der Pulka an den Ball. Und ja. Jetzt wird er wahrscheinlich abgepfiffen. Ne, wird's noch nicht. McDoch wird jetzt abgepfiffen. Köln gewinnt hier zu Hause gegen Aue nur mit 1:0, kann man sagen. Das hätte, glaube ich, schon was höher ausgehen sollen können. Wir selber haben eine 7,8 Bewertung. Gibt keinen besseren als wir. Ich glaube, dadurch sind wir auch Spieler des Tages geworden. Ja, wir sind Spieler des Tages. Das ist doch schön. Aue keine einzige Chance. Und Düsseldorf gewinnt gegen Lautern. Somit beide hinter uns jetzt. 3 Punkte hinter uns. Und Marcel Risse zurück. Ist jetzt wahrscheinlich wieder regeneriert. Topfit wieder. Nächstes Spiel dann auswärts gegen Bielefeld. Oh ne, laut. Wie laut? Wieso hat laut. Achso, Lautern hat ein Spiel mehr. Hat das gewonnen gegen Dresden oder gegen München oder gegen Karlsruhe? Das weiß man jetzt gerade nicht. Ansonsten, ja, das ist sonst ziemlich gut noch für uns, sieht das aus. Wir haben bis jetzt nur einmal verloren, zum Beispiel Düsseldorf hat noch kein Spiel verloren. Gucken wir mal kurz. Ne, das kann man nicht hier sehen, ich möchte jetzt kurz wissen. Andere Ligen. Wie es in der ersten Liga aussieht, wer da momentan absteigt und wer nicht. Also momentan ist Braunschweig, Nürnberg und Freiburg auf dem Abstiegsplatz. Berlin hält sich da oben auf dem 8. Platz mit 20 Punkten. Ja, 17, 13 Punkte mehr als wir an Abstiegsplatz hier. Also von daher sieht es doch ziemlich gut aus. 1860 München gewinnt gegen Karlsruhe und Lautern hat 2:0 gegen Aalen gewonnen. Aber es, ja, doch, das musste dann jetzt das Spiel sein. Wir stehen da ja. Ach, egal. Ich check das kleine Fenster nicht. Also, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play FIFA Be Approaches.